Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch die Servicefahrzeuge aus der Autowerkstatt merchen und auch abspeichern könnt. Ihr könnt die euch dann hinterher in die Garage reinstellen. Aber dafür braucht ihr ein bisschen was. Zunächst braucht ihr einmal einen Freund, der euch dabei hilft. Der Freund, der sollte dann in eine Einladungssitzung reingehen und dann in einen Job für einen Titan rein. Ihr solltet euch am besten ins freie Zielen begeben, da ihr dann nachher den Jobteleport machen könnt. Da spart ihr auf jeden Fall einiges an Zeit. Den freien Zielen-Modus stellt ihr im Story-Modus ein. Dann könnt ihr euch schon mal so weit vorbereiten, dass ihr dann hinterher mit Doppel-PSN drücken einfach dann eurem Freund nur noch beitreten müsst. Das werden wir jetzt gerade mal machen. In meinem Fall mache ich das alles mit dem lieben Familiar. Grüße gehen auf jeden Fall raus. So, wir gehen aufs aktuelle Spiel. Wenn wir jetzt Doppel-PSN-Taste drücken, sind wir wieder im Spiel. Doppel-PSN-Taste, können wir unserem Freund beitreten. Ist auf jeden Fall perfekt. Ja, was braucht ihr denn noch alles? Ihr braucht natürlich dann noch einen Nachtclub. In der Nachtclub B2 Garage müssen auf der ersten und zweiten Position muss jeweils ein Auto stehen. Ebenso braucht ihr dann noch die Nachtclub Garage B4. In der Nachtclub Garage B4 muss dann auf der 10. Position ein Fahrzeug stehen. Welche Fahrzeuge, das sind völlig egal. Ebenso braucht ihr noch eine Firmengarage und dann halt noch die Autowerkstatt, um euch dann die Fahrzeuge dann zu merchen. In der Autowerkstatt muss dann halt ein Spenderfahrzeug sein, halt die mit den Settings, die ihr dann auf die Servicefahrzeuge übertragen wollt. Und ebenso braucht ihr dann halt mindestens noch ein, zwei Elegies oder halt Fahrzeuge, die nicht mehr benötigt, stellt ihr dann auch in die Autowerkstatt einfach rein. Und ja, dann braucht ihr zum Schluss einfach nur noch einen Bunker. Und wenn ihr das alles habt, dann können wir auf jeden Fall schon mal losstarten. Als allererstes müssen wir uns erstmal verglitschen. Das heißt, wir steigen einfach in das Auto aus der Nachtclub-Garage B2 ein. Also mit dem Auto aus dem ersten Stellplatz. Das ist ganz wichtig. Steigt in das Auto ein vom ersten Stellplatz. Die meisten kennen die Verglitschungsmethode noch vom Solo Money Glitch. So, einfach aussteigen, dann das Auto in die Luft jagen. So, dann gehen wir ganz schnell wieder in die Nachtclub Garage B2 rein. Laufen dann einmal hinten zu dem blauen Kreis. So, nun müssen wir einmal das Fahrzeug vom zweiten Stellplatz einmal austauschen. Wir drücken einmal X, Viereck, gehen dann auf die Nachtclub Garage B4 und nun tauschen wir das Auto mit dem Auto vom 10. Stellplatz aus. Einmal austauschen und jetzt könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Wir gehen dann einmal auf Options, auf Online, gehen dann einmal auf Criminal Enterprise Starter Pack. Dann gehen wir einmal hier auf die Fahrzeuge, gehen dann auf irgendein Fahrzeug drauf. Die Internetseite ist auch egal, ob es jetzt Legendary, Warstock ist oder sowas, ist ganz egal. Kreis, 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 wieder rausgehen. Nun können wir uns wieder bewegen. Die Garage ist leer, aber keine Angst. Ihr seid jetzt nur verglitscht und die Autos, die werden gleich wieder erscheinen. So, Lagerhaus einfach verlassen. So, sind wir dann draußen angekommen, müssen wir uns dann einmal zum Bunker begeben. Ich teleportiere mich einfach dahin. Das geht viel schneller. Dafür geht ihr einfach mal ins Interaktionsmenü, geht auf Markierung ausblenden, auf Jobs ausblenden und dann alle Jobs müssen auf eigene sein. Dann könnt ihr nämlich die Map öffnen und habt hier alle blauen Jobs. Und dann suchen wir uns einfach irgendeinen Job in der Nähe von unserem Bunker, gehen dann rein, mit Viereck X bestätigen. So, sind wir dann im Jobmenü drin. Dann einmal Doppel-PSN, können wir unserem Freund beitreten. Warten wir, bis die erste Meldung gekommen ist. So, ist die erste Meldung da. Nochmal Doppel-PSN beitreten. Da unser Freund im anderen Zielmodus ist, einfach Kreis verlassen. Und nun sind wir bei unserem Bunker. So, als allernächstes müssen wir uns nur noch zu unserem Bunker begeben. Wir gehen einfach in den Bunker rein.
und verlassen den Bunker dann sofort wieder. Draußen angekommen, öffnen wir mal die Karte und nun teleportieren wir uns in der Nähe unserer Firmengarage. Ich gehe wieder in den Job rein, mit 4 Klicks bestätigen. So, sind wir im Job angekommen, Doppel-PSN drücken, dem Freund wieder beitreten, warten, bis die erste Meldung gekommen ist. Ist die erste Meldung angekommen, nochmal dem Freund beitreten, die zweite Meldung nehmen wir ab. Und nun begeben wir uns zu unserer Firmengarage. Ja, geht am besten erstmal ins Büro und vom Büro aus in die Firmengarage. Ja, das ist auf jeden Fall sicherer, weil sonst nicht immer First Try funktioniert. So, wir gehen einmal kurz ins Büro und von hier aus gehen wir jetzt dann einmal in die Firmengarage. So, Firmengarage angekommen, steigen wir einfach in irgendein Auto ein, welches Auto ist völlig egal. Und nun gibt es einen kleinen Timing-Part und zwar müsst ihr jetzt R2 drücken, um aus der Garage rauszufahren und zeitgleich müsst ihr dann Steuerkreuz nach rechts spammen. Also ich fahre raus und sofort Steuerkreuz nach rechts spammen. So sind wir dann draußen gespawnt. Werdet ihr merken, dass ihr unsichtbar und gefreezed seid, ist auf jeden Fall perfekt. So, jetzt kommt wieder unser Freund ins Spiel. Wir tun ihn einfach wieder beitreten und diesmal nehmen wir aber alle Meldungen an. Einfach bestätigen. So, sind wir jetzt hier dann durch die Map gebackt. Dann gehen wir wieder auf die Karte und teleportieren uns in die Nähe unserer Autowerkstatt. Doppel-PSN, Freund beitreten, warten bis erste Meldung gekommen ist. So, nochmal beitreten, zweite Meldung ablehnen. Und nun begeben wir uns zur Autowerkstatt. So, angekommen. In die Autowerkstatt reinlaufen. So, und hier haben wir die 2 Servicefahrzeuge, die wir uns merchen können. Einmal hier vorne das und einmal dieses Fahrzeug. So, als nächstes begeben wir uns zu diesem Fahrzeug, wo wir die Settings von übertragen wollen. In meinem Fall ist das dieser Formel 1 Wagen. Wir drücken Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. So, dort angekommen. Einfach irgendwas ändern. Ich ändere die Panzerung. So, einfach wieder rausgehen. Aussteigen und nun laufen wir zu diesem Fahrzeug, was wir uns merchen wollen. So, wir stellen uns vor dem Fahrzeug und wenn wir die Meldung haben, dass wir das mit Steuerkreuz rechts modifizieren können, starten wir nun den Job für einen Titan. Wir gehen in Online, Options von Rockstar erstellt, auf Mission und starten den Job für einen Titan. So, sind wir im Job für einen Titan angekommen, müssen wir so lange jetzt warten, bis wir unser Autowerkstatt als Hintergrund haben. Ist auf jeden Fall perfekt. Dann drücken wir auf R1, um in die Bestenliste zu kommen. Drücken 3-mal Steuerkreuz nach rechts, gehen wieder raus, Job verlassen. So, ihr seht, das Auto, das hat sich schon gemerged, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes steigen wir einmal in das Auto ein. Gehen dann direkt wieder raus und nun begeben wir uns zu diesem Auto, was wir nicht mehr benötigen oder halt einen kostenlosen LG ER8. Ich nehme einfach ein Auto, was ich nicht mehr benötige, Steuerkreuz nach rechts.
So, dann können wir direkt die Werkstatt wieder verlassen. Und wenn wir jetzt die Werkstatt verlassen, müssen wir die ganze Zeit Steuerkreuz nach rechts spammen. Also Werkstatt verlassen, Steuerkreuz nach rechts spammen, die ganze Zeit Steuerkreuz nach rechts spammen, bis wir wieder in unserer Garage gelandet sind. So. Und ihr seht, oben rechts haben wir die Meldung bekommen, du kannst dieses Fahrzeug nicht modifizieren. Das ist auf jeden Fall perfekt. So, ihr merkt, dass wir einmal gefreezed sind. Das können wir einmal ändern, indem wir einmal ins Pausenmenü gehen, einmal wieder zurück und schon können wir uns wieder bewegen. Nun begeben wir uns einmal zum neuen Fahrzeug und ihr werdet feststellen, dass ihr nicht rennen könnt, dass ihr einfach nur gehen könnt. Deshalb geht ihr einfach zum Fahrzeug. So, einfach einsteigen. Wenn ihr auf der Fahrerseite nicht einsteigen könnt, dann geht einfach auf die Beifahrerseite. Da geht es auf jeden Fall. Wir drücken einmal Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug wieder zu modifizieren. Wir tun das Fahrzeug einmal reparieren, ändern irgendwas dran, damit es abspeichert. Ich ändere wieder die Panzerung. Einfach verlassen. So, wir steigen dann wieder aus dem Fahrzeug aus, begeben uns dann wieder zu unserem Elegy und ihr seht, unser Elegy, der hat sich jetzt auch gemerged. So, wir begeben uns einmal dahin, einmal einsteigen. So, nun kommt unser Freund noch beim Spiel, jetzt müssen wir unserem Freund noch mal beitreten. Wir nehmen alle Meldungen, die jetzt kommen, nehmen wir an mit X. Ja, als nächstes begibt euch einfach dann nur noch zum Fahrzeug. Dann einmal in die Fahrzeugwerkstatt reinzufahren, um das Fahrzeug zu modifizieren. Einmal wieder irgendwas ändern, damit es abspeichert. Fahrzeugwerkstatt wieder verlassen und somit habt ihr das Fahrzeug, Servicefahrzeug abgespeichert und ja, die Servicefahrzeuge, die könnt ihr euch auch immer und immer wieder neu modden und merchen und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.